Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich meine Sansevieria-Pflanze vermehre. Und ich probiere zwei verschiedene Methoden aus. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Also zuerst habe ich hier meine Sansevieria Moonshine. Die ist ein bisschen dunkler geworden, würde ich sagen, weil sie bei mir relativ dunkel steht. Deswegen versuche ich sie, also will ich sie jetzt nochmal versuchen, ja, heller zu stellen. Und schau dann mal, ob sie dann auch wieder heller wird. Hier hat sie einen kleinen Ableger bekommen, also einen kleinen neuen Neuaustrieb. Und den will ich jetzt, ich glaube, der ist groß genug, den will ich jetzt von der Pflanze quasi trennen. Also diese Pflanze vermehren wir, indem wir einfach einen Neuaustrieb abtrennen und die Wurzeln unten voneinander trennen und dieses kleine Stück dann also extra separat einpflanzen. Und bei meiner anderen Sansevieria, das ist diese, also die hat hier auch Babys produziert, aber hier möchte ich versuchen, einfach eine dieser Zungen, nenne ich sie jetzt mal, abzuschneiden und die in Wasser zu vermehren und dann mal schauen, ob da ja, neue Wurzeln rauskommen. Vielleicht noch ein paar allgemeine Pflegetipps zum Bogenhanf. Die Bogenhanfpflanzen brauchen extrem wenig Wasser. Also die könnt ihr wirklich, falls ihr die mal, keine Ahnung, einen Monat vergesst, gießen oder so, ist es überhaupt nicht schlimm. Also ich gieße sie auch nur so einmal im Monat, würde ich sagen. Und das Gute an denen ist auch, dass sie sowohl sehr hell stehen können, also sie können direkte Sonne ab, also du kannst sie auch draußen hinstellen oder so, aber sie können auch in sehr niedrigen Lichtverhältnissen überleben oder besser überleben als andere Pflanzen. Also klar, null Sonnenlicht ist für keine Pflanze irgendwie cool, aber Sansevieria-Pflanzen tolerieren also sehr niedrige Lichtverhältnisse extrem gut, muss ich sagen. Also eigentlich extrem chillige Pflanzen und das Einzige, was sie nicht mögen, ist, wenn du sie übergießt. Und sonst kannst du sie eigentlich fast nicht tot kriegen. Sind jetzt auch nicht besonders anfällig für irgendwelche Schädlinge oder so. Also ich hatte an denen noch keine Schädlinge. Und ja, deswegen, ich finde, sie sehen ziemlich cool aus und brauchen nicht viel Pflege. Sansevieria-Pflanzen sind irgendwie auch so Pflanzen, die ich am Anfang irgendwie nicht so appreciated habe irgendwie. Ich weiß nicht warum, weil das sind einfach die coolsten Pflanzen eigentlich mit. Die sind nicht so extrem teuer, sind extrem robust, leicht in der Pflege. Du kannst in Urlaub fahren, ohne die Gedanken um sie machen zu müssen, deswegen chillig. Deswegen brauche ich mehr von diesen Pflanzen, weswegen ich sie jetzt vermehren werde. Und ich würde sagen, wir fangen mit dieser Pflanze an. Und dazu entferne ich jetzt erstmal die Erde und gucke mir mal allgemein die Wurzeln an und schaue dann, wie ich den einen Strang quasi entfernen kann. Dadurch, dass sich jetzt hier gerade dieser Strang extrem easy abmachen lässt, werde ich den einfach von den anderen trennen, weil das Baby hier ziemlich fest an dem anderen ist. Also pflanze ich das dann gleich wieder zusammen ein und pflanze den einzeln ein, weil das jetzt irgendwie so von alleine ging. Muss sie auf jeden Fall hier nachgießen, weil die Wurzeln sind extrem trocken. Also ich habe sie auch lange nicht gegossen, muss ich zugeben. Ich überlege gerade, ob ich den trotzdem auch jetzt trenne. Ich glaube, ich versuche es auf jeden Fall, weil ich mag das eigentlich, wenn das so dicht zusammenwächst und dann, ja. Lässt sich auch relativ easy
Und das ist jetzt das Baby. Und es hat auch schon nice Wurzeln. Hier ist jetzt die Stelle, wo das so an der Mutterpflanze dran war. Die werde ich jetzt ein bisschen antrocknen lassen und ich glaube mit Zimt kurz desinfizieren. So, hier habe ich ein bisschen Zimt. Zimt wirkt nämlich antibakteriell, genauso wie Aktivkohle. Also ihr könnt auch Aktivkohle oder so benutzen. Das mache ich jetzt auch nur, weil die Schnittstelle relativ groß war. So, dann lasse ich das jetzt erstmal kurz liegen und antrocknen. Und dann können wir uns jetzt um die anderen Pflanzen kümmern. Jetzt habe ich ja hier noch zwei. Und hier muss ich das jetzt nicht irgendwie desinfizieren oder so, weil es hier keine Schnittstelle gab. Also das war keine zusammengehörige Pflanze. Also die Wurzeln hatten sich so ineinander verhakt, aber ich habe die jetzt nicht von der anderen Pflanze getrennt. So, da muss ich mir jetzt mal einen Übertopf suchen, einen Topf suchen, wo die reinpasst. So, ich glaube, der Topf hier ist ganz in Ordnung für die Pflanze. Sieht ziemlich nice aus. Und so sieht jetzt das Endergebnis aus. Jetzt brauche ich nur noch einen coolen Übertopf. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist noch irgendwie ein bisschen wackelig, weil ich es gleich einmal angießen muss. Das kann ich eigentlich jetzt direkt machen. Und das ist jetzt das Endergebnis. Yay. So, dann haben wir ja noch das größere Teil jetzt der Pflanze. Und das pflanze ich jetzt einfach wieder in den Topf zurück. Das kommt jetzt wieder in den Übertopf zurück und dann gieße ich das Ganze auch einmal direkt an. So, das war jetzt die erste Vermehrungsmethode und jetzt machen wir eine weitere. Und zwar suche ich mir jetzt eine so eine Zunge raus und schneide die ab und werde die dann in Wasser stellen. Und ich glaube, ich werde die hier nehmen, weil die sowieso so ein bisschen absteht. Also diese hier, bin gespannt. Ich habe es schon mal versucht. Da ist bei mir irgendwie nicht so gut geklappt. Da ist es bei mir nämlich irgendwann verfault. Ich weiß nicht, ob ich das Wasser irgendwie nicht oft genug gewechselt habe oder keine Ahnung. Deswegen muss ich es jetzt so lange probieren, bis ich es hinkriege. Deswegen schneide ich jetzt. Also worauf ihr achten müsst, ihr könnt nämlich auch jetzt quasi hier, ich sag mal so, ich schneide jetzt einfach mal einmal. So, jetzt haben wir hier ein so ein Stück und wir könnten das jetzt theoretisch noch häufiger abschneiden. Dann müsst ihr aber darauf achten, dass immer das, was unten war, auch ins Wasser kommt und nicht ihr das irgendwie umdreht oder so. Das müsst ihr euch dann merken, weil sonst von oben werden keine Wurzeln wachsen. Genau, darauf muss man achten und ich schaue nochmal nach, wie lange man das jetzt trocknen lassen sollte. Ich habe es nämlich auch schon gesehen, dass manche es halt direkt ins Wasser stellen. So. Okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden, das nicht antrocknen zu lassen und direkt in Wasser zu stellen. Und ich überlege gerade, ob ich halt noch einmal abschneide, damit ich zwei Möglichkeiten habe. Oder ob ich hier einfach noch ein Blatt abschneide, aber wenn es dann nicht klappt, dann habe ich zwei Blätter verloren. Deswegen schneide ich
hier noch einmal. So, und stelle die beiden jetzt so im Wasser. So, hier habe ich jetzt das Wasser gefehlt. Und meine Ableger. So Leute, jetzt hoffen wir natürlich, dass hieraus was wird und die Wurzeln. Ich stelle sie unter mein Pflanzenlicht und ja Leute, drückt mir die Daumen, dass es diesmal klappt. So, dadurch, dass ich das andere jetzt auch nicht trocknen lassen habe, werde ich das jetzt auch einfach direkt einpflanzen. Und ich denke, dieser Topf hier wird reichen. Und so sieht das Endergebnis aus. So Leute, das war es wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr am liebsten Ableger macht. Ob ihr lieber in Wasser vermehrt oder in Moos oder in Perlite oder sonst wie. Ja, und auch vor allem, wie ihr eure Sansevieria-Pflanzen vermehrt. Das würde mich sehr interessieren. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Falls ihr kein Video verpassen wollt, klickt gerne den Abonnieren-Button. Und falls euch das Video gefallen hat, klickt auch gerne einen Daumen nach oben. Das würde mir sehr helfen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis bald!